Herzlich willkommen alle. Es fehlen noch ein paar Nachzügler. Zwei Absagen haben wir gerade eben auch kurzfristig aus Verkehrsgründen durchgereicht bekommen. Herzlich willkommen, insbesondere an unsere drei Impulsgeber heute. Da begrüße ich ganz besonders Lenke Wichhusen, die heute zu zweit unterwegs ist, wie Sie sehen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Herr Professor Tazidis, herzlich willkommen. Und Herr Oberlack, wir haben heute ein tolles Programm. Das Hauptthema wird sein, wie kriegen wir das zeitlich geregelt. Deswegen will ich gar nicht so viele Worte machen. Ich sage Ihnen noch ein bisschen was zur Netiquette. Das hat der Herr Wedekind teilweise schon gemacht. Für Sie noch, es gibt drei Möglichkeiten, dass Sie sich in die Diskussion einbringen können. Das eine ist, Sie schreiben in den Chat und ich hoffe, dass ich das dann sehe und bringe es als Frage ein oder gebe die Frage dann zurück. Sie können auch mir ein Handzeichen geben. Ich habe in der Regel den kompletten Bildschirm offen mit allen Teilnehmern. Dass Sie mir einfach ein Zeichen geben und ich berücksichtige das. Sie können theoretisch auch, wenn Sie es für angemessen halten, Ihr Mikro öffnen und direkt reinreden. Manchmal ist der Zeitpunkt ein bisschen besser geeignet. Zwei, drei Sätze, weil wir auch ein paar Gäste unter uns haben, wie der Club Junger Mittelstand hier in der Region gerade aufgestellt ist. Zum Gesamten werden wir dann später von der Frau Wichhusen noch etwas hören. Das ist jetzt in diesem Jahr unser zweites Online-Treffen. Insgesamt hatten wir den Start vor knapp 2 Jahren mit verschiedenen Veranstaltungen. Das Ziel ist zum einen, im Club Junger Mittelstand junge Unternehmer zusammenzuführen. Und da unterscheiden wir so drei Gruppen. Das eine sind so typische Start-ups. Das andere eher junge Unternehmer unter 45 und die dritte Zielgruppe Nachfolgegenerationen im Unternehmen. Und warum machen wir das? Insbesondere hier in der Region, weil wir mehrere Themen besetzen wollen. Zum einen den Austausch der jungen Unternehmer untereinander. Da werden wir im Laufe der Veranstaltung noch mehr davon erfahren. Wir wollen vor allen Dingen aber auch junge Unternehmer zusammenbringen mit den etablierten Unternehmen. Das ist für die etablierten Unternehmen gerade die Zusammenarbeit mit Startups so etwas wie Innovationsförderung. Und wir wollen natürlich in den BVMW auch neue Themen reinbringen. Auch und gerade das Thema Nachfolgegeneration, das wir heute auch als ein Thema haben, ist eine Motivation, den Club Junger Mittelstand voranzubringen. Wir haben heute 2 neue Mitglieder, die ich am Anfang gerne vorstellen möchte, beziehungsweise die sich selbst vorstellen können. Jetzt muss ich gerade mal schauen, dass ich einen Überblick habe, weil noch nicht alle da sind. Der Sebastian Stretzewski, wenn ich es richtig das ausspreche, ist ein ganz neues Mitglied. Hier sehe ich Sie. Vielleicht schalten Sie Ihr Mikrofon aus und berichten uns ein kurzes bisschen, was Sie machen. Denn das, was Sie tun, digitale Transformation, Marketing, Sales, Wachstum, das kann jeder brauchen. Mein Name ist Sebastian Stretzewski, ich komme aus Karlsruhe und ich führe eine Marketingagentur mit dem Schwerpunkt Webseitenaufbau zum Beispiel, aber auch das Schalten von digitalen Werbeanzeigen. Und wir helfen kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, ihre Kundengewinnungsprozesse zu optimieren, zu digitalisieren und zu automatisieren, sodass sie am Ende ja, mehr Umsatz machen, ihre Kosten senken können, aber auch natürlich Zeit gewinnen. Genau. Dann schlage ich dir aber vor, dass wir praktisch direkt zu unserem ersten Impulsbeitrag kommen. Und da muss ich sagen, freue ich mich wirklich sehr, dass wir die Lenke Wichhusen heute mit dabei haben. Das hat sich letzte Woche spontan
ergeben, dass das geklappt hat. Sie ist neue Beauftragte des BVMW für den jungen Mittelstand in Berlin. Und bei der Vita hätte man ja eigentlich so keine bessere finden können. Ich will mich ja kurz halten, aber wenn man da nur einigermaßen eine Vorstellung machen sollte, würde die lange dauern. Ich bringe trotzdem nur mal so ein paar Beispiele, weil das heute auch eine Rolle spielt, aus einer Unternehmerfamilie, selbst den Nachfolgeprozess durchlebt. Das kann man vielleicht von nachher später auch ein paar Dinge einbringen. Politisch aktiv, Fraktionsvorsitzende der FDP in der bremischen, wie heißt es bei Senat? Bürgerschaft, ja. Also parteipolitisch aktiv in vielen Gremien, bei den Jungunternehmern, Vorsitzende. Und was auch hier in dem Rahmen spannend ist, wir hatten sie die Einladung geschrieben, 2 Jahre beim Fernsehformat Höhle der Löwen als Investorenvertreterin, mehrere Beiräte etc. Und heute zu Gast, um uns zu berichten, was es beim jungen Mittelstand Neues gibt, vor allen Dingen, was den jungen Mittelstand überregional, international ausmacht. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Stumpf. Ich freue mich total, dass das geklappt hat, so spontan. Deswegen großes Dank an Sie für die Einladung. Und schön, dass ich jetzt mal Sie als Mitglieder auch aus der Region sehe. Das ist für mich auch neu. Deswegen freue ich mich, wenn einige ihre Kamera anhaben und ich sehe, wer alles dazugehört. Ich darf ein bisschen den jungen Mittelstand vorstellen und Herr Stumpf hat gesagt, wie lange er schon dabei ist. Damit sind Sie viel länger dabei als ich, lieber Herr Stumpf, weil ich bin ja noch recht frisch beim BVMW und neu dabei. Nichtsdestotrotz habe ich mir ein bisschen vorgenommen, was kann man beim jungen Mittelstand, entschuldigen Sie übrigens, das ist Marielle, die kleine Tochter, die zwischendurch mal Aufmerksamkeit braucht. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. So. Also was können wir beim jungen Mittelstand alles machen, was zeichnet uns aus? Also erstens, was uns massiv unterscheidet zum Hauptverband Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Wir sind ja eine Untereinheit quasi, eine Organisationseinheit. Wir sind unter 45, wir sind, haben alle Inhaber, sind Inhaber, Inhaberinnen von Unternehmen, wir haben Startups oder wir sind eben Junioren mit Aussicht auf Beteiligung an einem Unternehmen. Warum machen wir das Ganze? Und ich glaube, das ist nochmal wichtig darzustellen, oder es ist mir auch ein Anliegen, warum wir das so auch gewählt haben. Der Mittelstand als solches hat ja ganz, ganz besondere Werte. Und das ist ein großer Unterschied, gerade zu den, wenn Sie daran denken, was ist der Unterschied zwischen einem Manager, einem angestellten Manager oder eben uns als Unternehmerinnen und Unternehmer. Das sind eben genau diese Werte und ich nenne da 4 mal von, die mir am Herzen liegen, ist auf der einen Seite, das ist gerade auch in Ihrer Region wichtig, die Standorttreue. Wissen Sie selbst, dass wir als Unternehmer, Unternehmerinnen eben nicht einfach so den Standort verlassen und zwar nicht. Leider bleiben wir dort nicht wegen Politik, sondern trotz Politik. Deswegen ist es auch wichtig, wenn Herr Stumpf bei der Politik immer wirbt für die unternehmerischen Interessen. Nichtsdestotrotz ist die Standorttreue ein ganz, ganz entscheidender Wert, der uns irgendwo als Mittelstand auch auszeichnet. Der zweite Wert ist der sehr, sehr enge Bezug zu den Mitarbeitern. Auch da unterscheiden wir uns natürlich von großen Konzernen, weil wir doch eben wissen, also ich glaube, selbst Sie mit den 160 Mitarbeitern kennen Ihre Mitarbeiter alle persönlich. Sie wissen, wer dahinter steht und im Zweifel kennen Sie auch die Geschichten und können anders darauf reagieren. Das andere ist das Prinzip von Risiko und Haftung, was bei uns in einer Hand liegt. Auch das ist ein Wert, den es so nirgendwo anders gibt. Das heißt, dieses Prinzip Risiko und Haftung heißt, wir wissen genau, was haben wir abends falsch gemacht, das sehen wir in der Bilanz. Und jedes rächt sich sofort, jeder Fehler. Und damit unterscheiden wir uns eben auch von dem angestellten Manager, der im Zweifel noch, obwohl er Verluste einfährt, mit einem dicken Bonus nach Hause geht. Letztes Thema dazu, und da komme ich auch nochmal zum Thema junger Mittelstand logischerweise, ist der 4. Wert und das ist das generationenübergreifende Denken. Und gerade das generationenübergreifende Denken ist... jetzt die kleine Flo. Gerade... Das generationenübergreifende Denken ist entscheidend. Warum? Tja, wir machen noch nicht so oft Zoom Calls. Warum ist das entscheidend? Da wird sicherlich nachher auch, werden Sie noch drauf eingehen. Das generationenübergreifende Denken heißt, wir sehen, unser Unternehmen wird uns für eine Generation anvertraut.
nämlich mit dem Ziel, es im bestmöglichen Zustand in die nächste Generation weiterzugeben. Es gibt natürlich die klassischen Exit-Stories, gerade bei Startups, die sind oft ganz, ganz anders aufgestellt, auch von der Struktur, dass man sagt, wir bauen eben nicht ein langfristig orientiertes Familienunternehmen, obwohl einige Startups sicherlich die Familienunternehmen von morgen sind. Nichtsdestotrotz, dieses generationenübergreifende Denken, gerade in Nachfolgeunternehmen, die schon in mehreren Generationen sind, haben so ein Denken drin, dass sie oft eine sehr, sehr starke Risikovorsicht haben, eine unternehmerische Vorsicht und damit auch ganz anders geführt werden. Ich glaube, was uns als jungen Mittelstand ausmacht, ist eben genau dieser spannende Mix, einerseits Startups zu haben, andererseits eben Nachfolgerinnen und Nachfolger, weil die eben ganz, ganz andere Themen verbindet. Also heißt, wir führen, wie kann man eigentlich führen, wenn man früher als Kind bei den Mitarbeitern vielleicht auf dem Gabelstapler auf dem Schoß mitgefahren ist und heute sind wir selber die Chefs von denjenigen, die vielleicht schon seit 30 Jahren dabei sind. Das sind Fragen, die uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger beschäftigen. Wie kann man damit umgehen, wenn der Vater auf einmal auch der Chef ist im Ersten und dann später auf Augenhöhe? Wie kann man gemeinsam mit seinen Geschwistern führen? Auch das sind sehr, sehr zentrale Fragestellungen, die im jungen Mittelstand, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle spielen, die unglaublich stark behandelt werden sollten, weil, und das ist das, was es uns unterscheidet, es sind sehr hoch emotionale Themen. Es ist nichts, was man aus dem Lehrbuch einfach so nachschlagen kann, sondern ich glaube, und das ist das, was uns auszeichnet, da können wir voneinander lernen, da können wir auch untereinander lernen, insofern, wenn wir bereit sind, über genau diese Themenfelder offen zu sprechen, offen zu diskutieren, weil wir dann auch so eine Art Frühwarnsystem entwickeln für Probleme und Herausforderungen, die gegebenenfalls auch auf uns zurollen könnten. Und genauso ist es im Startup-Bereich, wo auch dort, also was passt, brauche ich einen strategischen Investor, brauche ich einen reinen VC-Partner, brauche ich jemanden, reicht mir ein Angel aus? Welche sind vielleicht für mich passend? Das sind alles Themen, wo wir uns untereinander, glaube ich, extrem gut vernetzen können. Wo ich mir übrigens wünschen würde, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, dass man sich duzt. Es ist nämlich eine andere Sache, ob man im Du-Modus aufeinander zugeht oder in einem Sie-Modus. Da ist einfach dieses, von Anfang an, es ist leichter, ein Vertrauen aufzubauen, wenn man tatsächlich auf Du kommuniziert. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig in dem Ganzen. Und vor allem, dass das, was hier dann besprochen wird, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass es nicht nach außen getragen wird. Also in dem Moment, wo ich bereit bin, über die Geschichten meines Familienunternehmens zu berichten, was ich gerne tue, muss ich mich darauf verlassen können, dass es nicht morgen irgendwie groß weitererzählt wird. Und ich glaube, dass gerade wir als junger Mittelstand uns genau da austauschen können und genau so berichten können, um voneinander zu lernen. Und das ist das, was den jungen Mittelstand auszeichnet. Und das ist das, was uns, glaube ich, von allen anderen auch irgendwo unterscheiden kann. So, das vielleicht als Input von meiner Seite. Ich habe im Gruppenchat noch keine Fragen gesehen. Wer mag, gerne Feuer frei. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich würde dann mal die erste Frage stellen. Zunächst mal vielen Dank für diese schöne Einführung, die Grundlagen ausmacht, Grundlagen aufzeigt und was den jungen Mittelstand ausmacht. Da wir heute doch auch einige Gäste dabei haben, vielleicht sogar noch zwei, drei ganz praktische Anmerkungen. Wie sieht das über der Region hinaus aus? Wie können junge Unternehmer, die zunächst mal hier vor Ort organisiert sind, national und international vom Netzwerk profitieren? Sehr gerne, Herr Stumpf, danke für die Frage. Also national planen wir einen Unternehmertag auf Bundesebene, dass wir auch dort uns eben vernetzen können über die Regionen hinaus. Wir planen auch gerade einen, ich nenne das jetzt mal Bundesvorstand, wie das nachher genau heißt, will ich mich noch gar nicht festlegen, aber tatsächlich ein Gremium, wo sich auch junge Unternehmerinnen und Unternehmer engagieren können, um strategische Fragen den jungen Mittelstand betreffend mitzugestalten. Und wir planen auch, allerdings etwas langfristiger sehen, eine Unternehmerreise. Des Weiteren gibt es ein Juniorenkonzept,
wo wir auch dort uns abholen wollen gegenseitig und uns Thema Rhetoriktraining, Medientraining, diese ganzen Sachen. Heute ist nicht Ihr Tag, es tut mir sehr leid, aber manchmal ist das so. Und dass wir diese Sachen tatsächlich besprechen wollen. Und international, Herr Stumpf, sind wir angegliedert an die YES, die Young Entrepreneurs for Europe. Da war im letzten Jahr der Ben Knöfler, der Teil unseres Vorstandes ist, der Präsident. Und das sind, wie gesagt, auch das vereinigt im Endeffekt die Unternehmerverbände auf Bundesebene. Ich selber war da früher Mitglied, kann allerdings nur von früher berichten. Das waren immer ganz, ganz tolle Veranstaltungen. Früher heißt heute auch schon immerhin 13 Jahre her. Wir waren in Stresa und haben dann zum Beispiel am Lago Maggiore uns auf diesen Borromäischen Inseln getroffen und uns wirklich über die ganzen europäischen unternehmerischen Themen ausgetauscht. Wir haben zum Beispiel, was toll war, ein Planspiel gemacht. Wir als Unternehmerin tauschen mit den Gewerkschaftsvorsitzenden, den europäischen, auch den Jungen, mal die Rollen und haben uns mit denen getroffen. Also ein ganz, ganz irres Format, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind als BVMW da heute auch nach wie vor Mitglied. Wie gesagt, Präsidentschaft haben wir jetzt abgegeben, turnusgemäß. Aber auch dort gibt es weiterhin Treffen, wo auch der junge Mittelstand dran teilnehmen kann. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, für die Neuen insbesondere, wir haben hier in der Region inzwischen, ich glaube, mit 7 oder 8 Gründerzentren oder Start-up-Zentren Kontakt über die gesamte Region verteilt. Ob das die Technologiefabrik in Karlsruhe ist, das Gründerzentrum der Hochschule Heidelberg, die InnoWerft der SAP etc. Wir waren da auch vor Corona schon überall live vor Ort und das ist spannend, denn viele dieser Zentren bieten Unterstützung und Serviceleistungen nicht nur bei ihren Kunden, Mietern an, sondern auch darüber hinaus. Aber manche in Karlsruhe wissen nicht, was sie hier in Heidelberg bekommen können und umgedreht. Also da hat der BVMW eine sehr wichtige, überschneidende Funktion. Das Zweite, das werden wir nachher noch besser erfahren, das Nachfolgethema und die Generation zweite, dritte, die übernimmt, ist im Fokus bei uns im jungen Mittelstand. Da werden wir auch eine eigene Impulsgruppe aufbauen. Und das sei hier nur mal erwähnt. Ich sehe auch, dass der Herr Rütsch heute bei uns zu Gast ist. Der Herr Rütsch gehört auch zum Team des BVMW, wenn es darum geht, junge Unternehmen, junge Start-ups zu fördern. Ja, zeigen Sie sich mal groß, dass Sie nicht zum jungen Mittelstand gehören. Das erkenne ich auch ohne Brille. Aber Sie gehören natürlich zu unserem Team. Anwalt und viel Wirtschaftserfahrung und hat schon manchen unserer jungen Unternehmern hier richtig helfen können. Das gilt insbesondere für die Neuen heute unter uns, wenn Sie eine Frage haben, ein Thema, sprechen Sie uns mal an, ob wir Sie da unterstützen können. Dann nochmal ein herzliches Dankeschön an Lenke Wischhusen. Wir kommen dann vielleicht im Laufe der Veranstaltung nochmal auf gewisse Themen zurück. Dann würde ich gerne zum zweiten Impuls kommen. Das ist für uns besonders spannend, weil wir heute jemanden haben, der einerseits aus der Wissenschaft kommt, andererseits Erfahrung in der Wirtschaft hat und jetzt zwei spannende Themen besetzt, nämlich Entrepreneurship, das Erkennen von Potenzialen für Neugründungen und zum anderen auch Innovations- und Technologiemanagement, wo es um Zukunftsfähigkeit geht, aber auch um Transfer. Professor Orestis Terzidis hat in Heidelberg Physik studiert, war dann bei der SAP tätig und das ist auch ganz spannend, so im engsten Umfeld vom Henning Kagermann damals, wurde zum Direktor des SAP Research Centers berufen, bevor er dann, da muss ich schauen, 2011 Professor am KIT wurde, mit den Schwerpunkten, die ich schon umrissen hatte. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
weil es jetzt gerade wichtig ist, auch grundsätzlich zu überlegen, wo müssen Startups, junge Unternehmer dran denken, um durch die Phase zu kommen, aber auch, welche Chance steckt denn für mittelständische etablierte Unternehmen in der Zusammenarbeit. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann in diesem Format. Und ich halte es auch für sehr wichtig, dass man gerade in solchen Situationen, in denen wir uns heute befinden, die ja doch in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich sind, auch den Austausch fördert und pflegt, weil gerade in solchen komplexen Situationen der Austausch einfach enorm wichtig ist, um sich zu orientieren und die richtigen Weichen zu stellen. Es ist ja gerade so, dass in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube, das haben wir alle auf unsere Weise erfahren, man viel operativen Stress hatte. Also die Pandemie hat einfach in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Arbeitsvorgänge ausgelöst, wenn ich es mal neutral formuliere. Und es ist aber gleichzeitig natürlich auch ein Riesenumbruch, der im Hintergrund und im Untergrund manchmal auch läuft. Und dann ist es natürlich wichtig, nicht nur die operativen Dinge unmittelbar in den Griff zu bekommen, die dringlichen Dinge, sondern sich auch auf die wichtigen Dinge zu besinnen und sich zu orientieren, wo es da eigentlich weitergehen kann und weitergehen wird. Zu meiner Person hat Herr Stumpf ja schon einiges gesagt. Wie gesagt, ausgebildet als Physiker. Am Namen erkennen Sie auch, dass mein Vater griechischer Herkunft war. Ich kann auch Deutsch mit griechischem Akzent sprechen, wenn Sie möchten, aber ich kann es auch ohne, weil ich in Heidelberg geboren bin und weil meine Mutter auch Deutsche ist. Übrigens Unternehmerin, ebenso wie mein Großvater. Also insofern kenne ich auch das Umfeld einer Unternehmerfamilie recht gut. Heute bin ich, wie erwähnt, seit 2011 Professor hier am KIT, Karlsruher Institut für Technologie, zu den Themen Entrepreneurship und Technologiemanagement. Wir befassen uns mit Forschung, Lehre und Innovation. Also, was meine ich damit? Forschung, wir versuchen eben zu verstehen, was sind die einschlägigen Vorgänge, was ist Wissen, was man rund um das Thema Entrepreneurship erzeugen kann. Dort sind wir unterwegs in einem sogenannten gestaltungsorientierten Paradigma. Das heißt, wir versuchen nicht nur die Vorgänge zu verstehen, sondern versuchen auch sogenannte Artefakte, das ist jetzt die akademische Ausdrucksweise dafür, wenn man eine Methode, ein Werkzeug, ein Workshop oder dergleichen Dinge entwickelt oder auch mal eine Software entwickelt, zu entwickeln, die Menschen helfen sollen im unternehmerischen Umfeld. Aber natürlich arbeiten wir wissenschaftlich, das heißt, im Vorfeld scannen wir natürlich systematisch die wissenschaftliche Literatur über das Wissen, das vorliegt in dem entsprechenden Feld. Und sobald wir so ein Artefakt entwickelt haben, validieren wir das auch empirisch, so wie Sie können sich das ein bisschen vorstellen, wie in der Pharmazie, da macht man ja auch empirische Forschung, um dann sicherzustellen, dass das Medikament, was man entwickelt hat, auch wirklich hilft. Also das ist sozusagen unser Grundansatz in der Forschung. Wir sind hier ungefähr 12 Doktoranden. Hin und wieder kommt auch ein externer Doktorand dazu und befassen uns mit diversen Themen. Dazu gehören Themen, wie die eher psychologischer Natur sind. Also was für Werte gibt es denn? Interessant, dass Frau Wichhusen jetzt diese unternehmenorientierten Werte auch nochmal genannt hat. Wir schauen uns dann halt an, wie weit ist die Kongruenz von dem unternehmerischen Handeln mit den eigenen Werten wichtig bei der Erreichung von Zielen? Wie weit führt sie zu Erfolg? Wie weit kann man in einem Team, in dem ja verschiedene Individuen mit verschiedenen Werten vorhanden sind, und das ist auch gut so, die Diversität ist im Prinzip gut, aber wie weit kann man auf der Grundlage eine gemeinsame Kultur aufbauen, auch gemeinsame Projekte gestalten? Also das sind so ein paar Schlaglichter beim Thema
Psychologie und Entrepreneurship, aber natürlich schauen wir uns auch mehr technikorientierte Dinge an, also Themen der Digitalisierung. Wir sind unterwegs in Themen wie Diagnoseinstrumenten bei Wachstumskrisen. Also vielleicht kennen Sie das, wenn so ein Startup von 10 auf 50 Leute wächst, dann durchgeht der typischerweise eine Wachstumskrise. Und dafür haben wir dann gewisse Diagnosewerkzeuge entwickelt, um auf unkomplizierte Weise dort herauszufinden, wo eigentlich die Schwierigkeiten sind, um dann darauf eingehen zu können. Das sind jetzt so einige Beispiele. Wir haben uns auch angeschaut, zum Beispiel Wettbewerbsanalysen. Da haben wir gesehen, dass bei Startups die Wettbewerbsanalysen immer sehr rudimentär ausgeprägt waren und haben dann überlegt, wie kann man denn für so ein Startup-Team mit wenig Ressourcen trotzdem Prozesse entwickeln, um eine Wettbewerbsanalyse zielführend durchführen zu können. Also das sind so Beispiele, wo Sie ein Gefühl bekommen für die Forschung. Dann sind wir natürlich unterwegs in der Lehre als universitärer Lehrstuhl, als Teil der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Am KIT bilden wir vorwiegend Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsinformatiker aus. Also hier am KIT gibt es keine reinen BWLer oder keine reinen VWLer, sondern immer Leute, die auch einen Bezug zu Technik haben. Das ist an der Technischen Hochschule, glaube ich, auch gut nachvollziehbar. Und in der Lehre verantworten wir eben Entrepreneurship-Formate. Das sind Formate, wo wir jetzt eher den, wie ich hoffe, im guten Sinn theoretischen Teil lehren, also wo wir Ursache-Wirkungsbeziehungen, verallgemeinerbares Wissen versuchen zu vermitteln, was vorliegt in dem Umfeld, wo wir auf evidenzbasiertes Wissen zurückgreifen, um zu zeigen, was sind denn die Dinge, die auch einigermaßen empirisch gesichert sind. Und dann auf dieser Grundlage des theoretischen Wissens bieten wir sogenannte Action-Learning-Formate an, also aktionsbasiertes Lernen, handlungsbasiertes Lernen, wo wir, ja, ich vergleiche es manchmal mit einem Flugsimulator, wo wir Simulationsumgebungen aufbauen, bei denen dann die Teams so ein Gründungsgeschehen durchspielen und eben die entsprechenden Erfahrungen in der ganzen Bandbreite machen. Wir reflektieren dann darüber, um eben den entsprechenden pädagogischen, die entsprechende pädagogische Wirkung zu haben, damit die Leute lernen, was habe ich da jetzt eigentlich mitgenommen aus so einem Umfeld. Und dann gibt es drittens, das schließt sich da an, die Unterstützung von konkreten Innovationsprojekten. Am KIT ist es ja wirklich so, dass es neben diesen traditionellen, auf Humboldt zurückgehenden universitären Werten der Forschung und der Lehre noch die Säule der Innovation gibt. Also die Institution hier fühlt sich auch dem verpflichtet, wirklich konkrete Innovationsprozesse zu begleiten. Das tun wir zum einen natürlich Richtung der Startups in unserem Umfeld. Also wir haben einen Accelerator, in dem dann die Startup-Teams gezielt begleitet werden, wo wir mit den Methoden, den Startup-Methoden, die wir entweder aus Best Practices zusammengestellt haben oder eben aus der Forschung selbst entwickelt haben, diese Teams begleiten. Oder auch, wenn wir mit Firmen zusammenarbeiten, wo wir Intrapreneurship und Innovationsprozesse in den Firmen begleiten. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte. Wenn es da Interesse gibt, kann ich da gerne noch tiefer drauf eingehen. Neben dieser Vorstellung sozusagen der eigenen Person und des eigenen Profils, dachte ich, dass ich zu diesem Networking-Event vielleicht auch ein paar einschlägige Themen mitbringe. Ich habe es jetzt einfach mal so strukturiert, dass ich mir so 6 Themen, die ich ganz schlaglichtartig beleuchten will, einmal kurz anreiße, die dann vielleicht auch Grundlage werden können für den Austausch. Also ich habe mir einfach mal versucht zu überlegen, was sind denn die Trends, von denen ich jetzt sagen würde, dass sie jenseits der augenblicklichen akuten Situation
wirksam sind und auch durch die akute Situation zum Teil stark beschleunigt werden. Ich habe folgende 6 Themen jetzt mal hier ausgesucht. Die Digitalisierung, Nummer 1. Ich kann gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Ich halte es hier immer noch für einen der stärksten Treiber der Veränderung, in denen wir uns befinden. Zukunft der Arbeit, also auch da ist vorhin bei der einen Vorstellung ein bisschen das Stichwort New Work gefallen. Anglizismus an der Stelle, den wir natürlich aufgreifen, aber da gibt es nachhaltige Veränderungen. Da ist, glaube ich, ein Trend, der der uns noch einige Zeit begleiten wird und der sehr weitgehende Konsequenzen hat. Ich glaube, es gibt nach wie vor einen ungebrochenen Megatrend hin zum Thema der Nachhaltigkeit. Wenn Sie im Internet googeln nach Megatrends, findet man manchmal auch das Stichwort Neoökologie. Ich weiß nicht, ob ich mich dem irgendwie jetzt anschließen will, aber Nachhaltigkeit würde ich definitiv als ein Thema sehen, was auch da ist, um zu bleiben und was uns begleitet. Dann sehen wir jetzt aktuell, ausgelöst durch die durch die Situation, die durch die Pandemie ausgelöst wird, ein starkes Eingreifen des Staates, also staatliche Intervention, staatliche Investition, staatliche Ausgaben. Das wird, glaube ich, ein Megatrend sein, auf den wir uns einstellen müssen, auf den Sie sich als Unternehmer auch einstellen müssen. Ich glaube, auch die Besonderheit, die besondere Situation der Finanzmärkte eigentlich des letzten Jahrzehnts ist auch etwas, was nach wie vor ein starker Trend und ein starker Treiber ist und auch zu großen Umbrüchen führen kann. Und schließlich 6. auch geoökonomische Veränderungen. Auch das ist, glaube ich, etwas, was man tiefer beleuchten kann. Ich lasse es vielleicht einfach mal bei diesen Schlaglichtern stehen, damit ich nicht zu viel Redezeit in Anspruch nehme, Herr Stumpf, und würde einfach dann die Interaktion gern suchen. Und dann können wir ja schauen, welche Themen Sie interessieren. Und dann kann ich gern auch ein bisschen tiefer auf das eine oder andere eingehen. Ja, also zunächst mal vielen Dank, dass wir jetzt ein bisschen mehr erfahren haben, was Sie tun, womit Sie sich beschäftigen. Ich würde gerne auf einen Punkt jetzt nochmal eingehen. Sie beschäftigen sich also nicht nur mit Themen, die Wirtschaft, die Technologie, Innovation, auch Rahmenbedingungen für Gründer, Start-ups ausmachen, sondern Sie haben auch Start-ups vor Ort, Ausgründungen aus dem Umfeld des KITs. Wir haben einige heute dabei, die ihr Unternehmen in den letzten 2-3 Jahren gegründet haben. Ich sehe Sie gerade, Herr Gründonner. Sie hatten mir erzählt, dass Sie vor 2 Jahren etwa gegründet haben. Letztes Jahr so praktisch voll im Schwung war, als Corona kam. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, wie Corona auf Ihre Start-ups gewirkt haben? Und die noch viel interessantere Frage, was tun Sie, also die Startups, um die Krise zu meistern? Und welche Tipps haben Sie sozusagen als derjenige, der den Adlerblick hat? Ja. Wenn ich richtig verstanden habe, ging die erste Frage an den Unternehmer, was ich auch sympathisch finde. Bitte? Die erste Frage ging an den Unternehmer. Aber wir können, Herr Gründonner, vielleicht sagen Sie kurz was dazu, wie das bei Ihnen gelaufen ist. Das passt hier vielleicht ganz gut. Hallo erstmal. Ja. wie ist es bei uns gelaufen? Ja, also in der Branche, in der wir uns befinden, uns hat Corona das sehr stark getroffen. Wir sind zum einen regionaler, ansässiger Kurierdienst und sind aber auch eine Spedition, gerade im Bereich Sonderfahrten. Und wir sind in Deutschland und auch ganz Europa im Bereich Sonderfahrten unterwegs. Unsere Hauptkunden kommen da sehr stark aus der Produktion oder hauptsächlich aus der Automobilbranche. Und ich denke, wie jeder mitbekommen hat, hat es Großkonzerne namenhafter Hersteller sehr stark getroffen. Und dementsprechend ist bei uns gerade der Bereich Sonderfahrten um 90% leider eingebrochen und weggebrochen. Wie haben Sie reagiert und wie ist die Situation im Moment? Situation im Moment aktuell noch unverändert. Also die ganzen Automobilzulieferer sind alle sehr stark am Produzieren, aber die Nachfrage der
Automobilhersteller ist wohl noch sehr gering. Also jeder macht sich gerade seine Lager voll und hofft, dass es bald wieder losgeht. Ja, das Ganze meistern. Man staatliche Hilfen auf jeden Fall alle in Anspruch genommen, die man nehmen kann. Die Mitarbeiter darauf hingewiesen, auch dass das Thema Kurzarbeit kommen kann. Noch konnte es vermieden werden. Dann offen und ehrlich zu den Bestandskunden gegangen und sagen, wir brauchen Hilfe. Könnt ihr uns noch irgendwie anderweitig unter die Arme greifen? Habt ihr Sonderfahrten? Gibt es irgendwelche Pools, die wir noch abdecken können, etc.? Und da sind dann doch der ein oder andere Kunde mit aufgesprungen und hat gesagt, okay, wir helfen euch. Okay. Ja, und dementsprechend halt, dass man halt die Leistung noch bringt, erzielt und irgendwie mit den Partnern, die man hat, ein glückliches Ende findet. Herr Tazidis, welche Erfahrung wurde denn in Ihrem Umfeld gemacht und wozu ermutigen Sie Ihre Gründer? Also ich hatte, am Dienstag gab es ein Event von der IHK und dem Cyberforum hier in Karlsruhe zum Thema resiliente Unternehmen. Das fand ich klug gewählt. Ich habe vorhin auch mit Matthias Hornberger, dem Vorstandsvorsitzenden vom Cyberforum, getroffen. Wir haben nochmal ein bisschen darüber diskutiert. Also resilient, lateinisches Fremdwort, nicht für letztlich, oder englisches vielleicht auch Fremdwort, letztlich für widerstandsfähig. Also wie können Unternehmen sich so aufstellen, dass sie bei solchen, ja, im wirtschaftswissenschaftlichen Jargon heißt es exogene Schocks, ja, also irgendwelche von außen kommende Schocks, dass sie das überleben können. Ja, das ist nicht trivial, wie man das machen kann. Und ich denke, es gibt da auch kein Patentrezept. Das wäre völlig oberflächlich, wenn ich da jetzt in irgendeine Richtung reden würde. Es gibt aber durchaus gewisse Arten, auch gewisse Prinzipien, wie man sich aufstellen kann. Also wie man eben, also eins der Prinzipien ist sicher die Agilität, also auch wieder so ein lateinisches Wort. Also die Wendigkeit, würde man vielleicht im Deutschen sagen. Also die Schnelligkeit, mit der ich auf so eine externe Situation reagieren kann. Also beispielsweise auf Kunden zugehen kann und sagen kann, sag mal, gibt es nicht andere Fahrten? Oder auch mit anderen Kundengruppen Kontakte aufnehmen kann, um zu sehen, gibt es dort andere Möglichkeiten? Allgemein kommt es immer darauf an, dass man gewisse Redundanzen hat, also dass man gewisse Puffer hat, wenn ich es mal so nennen soll, in solchen Krisensituationen. Das können jetzt Puffer finanzieller Art sein, aber auch anderer Art. Also ich meine, Sozialkapital ist in so einem Kontext extrem wichtig. Deshalb ist auch dieses Netzwerken, was jetzt hier ja auch passiert, extrem wichtig, weil ich plötzlich eben nicht nur auf die bestehenden Kundenbeziehungen zurückgreifen kann, sondern auch auf Beziehungen, auf andere Beziehungen zurückgreifen kann. Und weil ich sozusagen schon Vertrauensverhältnisse habe mit anderen Akteuren und mit denen einfach mal offen reden kann oder denen Signale senden kann. Dann ist es so, dass die Unternehmenskultur extrem wichtig ist. Also ich fand es hochinteressant, bei der Veranstaltung vorgestern war zum Beispiel der Herr Melcher von DM dabei und hat ein bisschen berichtet, wie DM reagiert hat auf die Krise. Und er hat gesagt, er hat zwei, drei Faktoren genannt. Einer war die Digitalisierung, dass DM eben alle Mitarbeiter, auch jede Filialmitarbeiterin mit einem Smartphone schon längst ausgestattet hatte und dann über Cloud-Lösungen schon verfügt hat. Das heißt, die konnten sofort auch im Homeoffice produktiv sein. Aber ein weiterer Aspekt war die Kultur, dass er gesagt hat, jeder bei uns ist Mitunternehmer und entwickelt auch mit Ideen, wie man in Situationen reagieren kann. Und ich glaube, auch das ist eine ganz wesentliche Ressource, dass man mit den Mitarbeitern zusammen, im Prinzip hat man ja Zeit, wenn 90% der Aufträge einbrechen, dass man, wie soll ich sagen, kreativ wird, dass man die Mitarbeiter als Ressource versteht, um herauszufinden, wo könnte man denn jetzt eigentlich noch Aktivitäten starten? Welche
Beziehungen haben denn die Mitarbeiter? Welche Kontakte haben die Mitarbeiter in ihrem Umfeld? Oder vielleicht einfach auch nur, welche Ideen haben sie? Und dann ist es natürlich auch so, dass gerade solche Situationen auch für mögliche Veränderungen, für den Umbau irgendwie einladen. Also wenn ich gerade nicht voll aktiv bin, dann kann ich natürlich überlegen, welche Veränderungen kann ich vornehmen. Das sind so wenigstens mal ein paar Ideen, die ich da mit einbringen könnte. Vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle gerne mal Sie ansprechen, Herr Schwab. Sie sind ja einerseits Unternehmer, aber auch Investor, begleiten Unternehmen, kommen im weitesten Sinne aus der IT-Digitalisierungsbranche, wenn ich das richtig sehe. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht in Ihrem Umfeld? Beziehungsweise, welche Erfahrungen haben die Unternehmen gemacht? Wie gut waren sie aufgestellt und wie reagieren sie jetzt? Ja, hallo. Sehr gut. Ich meine, es ist natürlich sehr, sehr stark von der Branche abhängig. Ne? Ich habe eine Neugründung, die ist jetzt 2 Jahre alt, die beschäftigt sich mit Unternehmensberatung für digitale Geschäftsmodelle. So, und da läuft es dann eher gut, weil eben dies, was gerade gesprochen wurde, auch stattfindet. Unternehmen überlegen sich, wie sie die früheren Geschäftsmodelle transformieren können oder eben nebendran neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Das heißt, dort gibt es eher Zuspruch. Da gibt es auch nicht die Sorge jetzt irgendwie in der Corona-Krise, dass man keine Arbeit mehr hat. Da gibt es eher die Sorge, dass die Kunden keine Arbeit mehr haben. Andererseits, ich meine, schauen wir mal auf mein größeres Unternehmen, die eTecture. Da sind wir zu einem guten Drittel von der Automobilbranche abhängig. So, da ging es von einer Minute auf die andere runter auf 10%, also maximal. Ne? Das ist quasi noch ein kleines Flämmchen. Und so ist es durchaus branchenabhängig. Aber was man sagen muss, die große Erfahrung ist, jeder, der vorher schon ein Stück weit vorbereitet war, sei es mit, ich nenne es immer Virtualisierung, also sprich, man kann von wo auch immer arbeiten, man hat einen Laptop, man ist angebunden ans Unternehmen etc. Das waren so die Hausaufgaben, die normalen, die man vorher machte. Jeder, der halbwegs dort vorbereitet war, hatte natürlich einen Vorsprung von einigen Wochen. Und jeder, der es nicht war, sondern auf alte Modelle gesetzt hatte und auch die ewige Diskutiererei um Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle, Vertragsmodelle, die lähmen fast schon, die bremsen, ne? Also die halten auf. Die Diskussion oder die Debatte um neuere Modelle, die auch zu Familien passen, zu jungen Leuten passen, die gab es in vielen Unternehmen nicht. Das kommt jetzt an die Oberfläche und das ist eher schwierig. Jeder, der sich davor im Prinzip schon halbwegs damit beschäftigt hatte, hatte jetzt natürlich einen Vorteil. Wenn auch, man muss dazu sagen, heile Welt sehe ich nirgends. Also irgendwo gibt es nirgends einen Player oder jeder Player ist abhängig von einem Ökosystem. Jedes Ökosystem ist gerade angegriffen und jeder Markt weltweit ist angegriffen. Es gibt immer Abhängigkeiten, egal was man kann. Also so richtig den Gewinner, der sagt, freudestrahlend, ich habe hier irgendwie auf für immer und ewig ausgesorgt oder habe alles überstanden, was da kam und noch kommen wird vielleicht, den gibt es nicht. Also da sprechen Sie einige wichtige Punkte an. Wir haben in allen Veranstaltungen, Austauschrunden, die wir in den letzten Monaten hatten, immer wieder gehört, dass die Corona-Pandemie natürlich eine Krisensituation ist, dass aber Ursachen, sei es Digitalisierung, Globalisierung, Umgang damit Einfluss, die Zukunftsfähigkeit von mittelständischen Unternehmen, die Innovationskraft schon in 2019 und 2018 als Herausforderung angelegt wurde. Und auch so Themen wie jetzt die Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierten Unternehmen, die gewinnen kriegen eine neue Dynamik. Und deswegen ist auch dieses Netzwerk von BVMW so spannend. Und ich finde es immer wieder interessant, welche ganz konkreten Situationen, Beispiele wir haben. Ich würde auch Sie gerne mal ansprechen, Herr Giel.
Sie sind ein junger Unternehmer, aber in einer Branche, die man durchaus als traditionell beschreiben kann, wenn ich es richtig sehe. Sie beschäftigen sich mit Gussprodukten. Genau. Und das ist jetzt nicht gerade das typische Start-up-Thema. Was hat das mit Ihnen, sagen Sie in zwei Sätzen, was Sie machen und wie die Corona-Krise, auf welche Auswirkungen die hatte und wie Sie jetzt agieren? Also ich bin studierter Maschinenbauingenieur und Wirtschaftsingenieur gleichzeitig, habe bei zwei OEMs gearbeitet und habe dort eben erkannt, dass es bei der Entwicklung von Gussprodukten doch sehr große prozessuale Themen gibt, wo, sage ich mal, viel an ja, Ressourcen und Geld verschwendet worden ist, weil die Prozesse nicht optimal laufen oder auch die Produkte nicht fertigungsgerecht genug hergestellt sind. Wenn man jetzt diverse Industrialisierungsprozesse bereits in den Entwicklungsprozess mit vorzieht, lassen sich einerseits Projektressourcen reduzieren und andererseits auch in der Industrialisierung beziehungsweise in der späteren Wertschöpfung einfach das Produkt im Preis reduzieren und das Unternehmen, was eben vor allem in der Großserie dann Aluminiumdruckguss einsetzt, hat eine größere Marge, da der Teilepreis sinkt. Corona-Krise, ganz großes Thema bei mir oder bei uns, weil es vergeht keine einzige Woche, in der nicht eine Gießerei Insolvenz anmeldet. Insolvenz heißt für mich als Jungunternehmer erstmal keine Aufträge, weil einerseits Kernpunkt, wo ich tätig bin, sind automotive-lastige Gießereien und die hängen halt in der Luft, bekommen keine Neuaufträge und dementsprechend kann ich eben auch nicht Produkte optimieren und industrialisieren. Genauso wenig ist gerade die Prozessoptimierung gefragt, weil eben die Gießereien ums Überleben kämpfen. Ja, das zu meinem Schwerpunkt, was ich seit nunmehr als über 4 Jahren mache. Vielleicht sagen Sie uns noch 2, 3 Aspekte, Herr Herold, wie es bei Ihnen läuft. Sie sind ja in einer ganz anderen Branche tätig. Ja, ich bin in 2 Branchen tätig. Zum einen bin ich in der blechverarbeitenden Industrie, also auch als Zulieferer. Da sieht es zweigeteilt aus. Das heißt, die Industriekunden sind relativ schwach geworden. Was aber halt extrem geboomt hat, waren die Medizinkunden. Da Zulieferer für Beatmungsgeräte oder so, die sind halt vollkommen explodiert. Und das hat uns dann dementsprechend über die Zeit gerettet. Andernfalls bin ich eben noch in der Branche von Druckdienstleistungen, das heißt Digitaldruck, Werbemaßnahmen etc. Da hat sich das Ganze verschoben. Normalerweise Folienprodukte, Fahrzeugfolierung, Werbetechnik hat sich alles dahin verschoben, dass eher Einzelhandelsunternehmen angefragt haben, um Hinweisschilder zu bekommen. Diese ganzen Hygienemaßnahmen mussten kundgetan werden, Events abgesagt werden, alles brauchte neue Werbemittel. Sowas kam dann entsprechend. Ja, vielen Dank für die Hintergrundinformation. Herr Dragan, Sie würde ich ganz gerne noch mal einbinden. Sie sind ja in dem Bereich der Fachkräftevermittlung, unter anderem auch IT tätig, richtig? Genau, richtig. Wie bewegt sich der Markt im Moment? Ja, erstmal guten Tag auch von mir, guten Tag aus Maudach. Also in der Tat, es hat sich alles ein bisschen verschoben, aber ich mag da jetzt auch nicht irgendwie böse sein oder so, aber wir haben jetzt nicht nur diese negativen Informationen bei uns, unsere Auftragsbücher sind voll. Wir suchen nach Experten in verschiedenen Segmenten. Wir haben uns natürlich auch
schon von vornherein darauf eingelassen, unsere Rekrutierungsmaßnahmen nicht nur in der Region durchzuführen und auch für die Unternehmen der Region, sondern wir vermitteln weltweit Talente. Und unsere vier Bereiche sind ja IT, Engineering, Sales und Pharma. Und man hat sich halt natürlich von alten Ansprechpartnern in einer gewissen Art und Weise jetzt erstmal, was die Aufträge angeht, ja, mal so vereinbart, dass man sich auf den Hold hält, dass man vielleicht in ein paar Monaten wieder spricht. Es sind aber viele andere mit dazugekommen. Also beispielsweise der Bereich Public, der läuft nach wie vor. Auch der Bereich IT läuft nach wie vor. Der Bereich Pharma läuft nach wie vor. Also wir haben halt einfach unseren Schwerpunkt halt eben von dem klassischen Automotive-Business, wo wir waren, verlagert auf andere Bereiche. Und für uns ist es natürlich jetzt gerade in der Tat auch, ja, einfacher an Experten ranzukommen, was ja bei uns immer so das Bottleneck ist, gar nicht unbedingt die Anfragen von den jeweiligen Unternehmen, weil letztendlich überall werden Fachkräfte gesucht, sondern jetzt ist es für uns einfacher, wirklich die Experten zu gewinnen, weil man halt auch gemerkt hat, welche Unternehmen gehen wie mit ihren Mitarbeitern um. Also man hat es vorhin ja jetzt auch schon ein bisschen erwähnt, gerade große Branchen, große Player, die einfach nicht gut mit ihren Mitarbeitern umgehen, das merken die Leute auch. Und dieses Beispiel auch jetzt mit der DM, dass man da transparent unterwegs war, dass man entsprechend die Leute mit Smartphones ausgestattet hat, das sind ja Dinge, wo man ja auch ein bisschen merkt, wow, die machen das Geschäft ein bisschen anders, die sind ein bisschen moderner, die binden uns mit ein. Und viele sagen uns halt eben auch, die Unternehmen, die jetzt einstellen, das sind unsere Unternehmen, wo wir uns gut vorstellen können, weil was soll sonst noch in der Zukunft kommen? Und da sollten wir eigentlich sicher sein. Gut, gutes Beispiel für das, was gesagt wurde, wenn man sich auf die neue Situation gezielt einstellt, abwägt, gegebenenfalls auch anders ausrichtet, dass man dann auch fit für die Zukunft ist. Herr Zitis, würden Sie so zum Abschluss dieser Runde gerne noch zwei, drei Punkte unseren jungen Unternehmern aus Ihrer Sicht mit auf den Weg geben in der jetzigen Situation? Also vielleicht greife ich einfach nochmal den einen Gedanken auf, den ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, nämlich, dass man bei allem, oder wie soll ich sagen, natürlich muss man, man ist ja eingespannt, ja, man muss jetzt reagieren, man muss kurzfristig Dinge machen, man muss Krisenmanagement machen, um die Sache wieder flott zu kriegen, da wo es nicht läuft, ja. Aber was ich glaube ich sehr wichtig ist, ist, dass man versteht, dass die aktuelle Situation wahrscheinlich nicht schnell zu dem Ausgangspunkt zurückfinden wird, sondern wir bewegen uns wirklich in Veränderungen hinein. Und ich glaube, was ich mitgeben würde, ist einfach, dass man nicht versäumt, diese Veränderungen in den Blick zu nehmen und sich zu überlegen, wo ist da meine mittelfristige Ausrichtung. Das ist jetzt vielleicht nichts, was in den nächsten 4, 8 Wochen oder vielleicht auch 6 Monaten gleich greifen wird. Aber es gibt da eine ganze Reihe von wirklich strukturellen Veränderungen, die sich abzeichnen, so ist meine Einschätzung jedenfalls. Und es ist wichtig, dass man die in den Blick nimmt. Und nicht sich sozusagen nur absorbieren lässt vom Tagesgeschäft. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich mitgeben würde. Und ob man da jetzt folgt, ob diese 6 Punkte, die ich jetzt mal versucht habe, hier zu skizzieren, ob das die richtigen sind, das ist ja auch ein bisschen branchenabhängig. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Aber ich denke, es lohnt sich, diesen Blick zu weiten und zu überlegen, wo ist die Zukunft. Ja, danke. Das ist ein wichtiger Punkt zu sagen, wir sind in einer Situation, wo es fast für jeden also notwendig ist, grundsätzlich zu schauen, macht mein Geschäftsmodell in der Art und Weise noch Sinn? Bin ich richtig aufgestellt? Haben sich die Rahmenbedingungen, die Megatrends etc. so geändert, dass ich eventuell neu ausrichten muss, grundsätzlich oder in Details? Und ich fand diesen einen Aspekt, den Sie erwähnt haben, noch sehr wichtig, dass es mehr denn je notwendig ist, sich
in ein Netzwerk zu begeben, auszutauschen, Anregungen zu haben, dass ich nicht im, sozusagen im eigenen Saft zurückbleibe. Das ist auch wichtig für das Thema, das wir noch als dritten Impuls haben, nämlich wie gestalte ich den Nachfolgeprozess. Ich habe das ja am Anfang gesagt, wir haben viele Start-ups-Vertreter, junge Unternehmer, aber auch die Nachfolgegeneration in Familienunternehmen als Zielgruppe und Mitglieder im jungen Mittelstand. Und wir haben das heute auf die Agenda gesetzt und ich begrüße Bert Overlack, der uns an eigenen Beispiel, wenn man das so sagen darf, ein bisschen aufzeigt, wie Nachfolge verlaufen kann, welche Aspekte da zu berücksichtigen sind und mit seiner eigenen Geschichte verknüpft er dann die Themen, worauf sollte man besonders achten, was ist da wichtig. Danke, dass Sie heute bei uns sind, Herr Overlack, und Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Stumpf, dass ich da sein darf. Vielen Dank oder herzlich willkommen auch von mir. Darf ich kurz noch mal unterbrechen? Als Hintergrund natürlich, der Herr Overlack ist dem BVMW sehr eng verbunden, seit Jahren im Bundeswirtschaftssenat als Unternehmer, aber auch im Team Nordbaden-Rhein-Neckar als Verbandsbeauftragter. Und er ist auch derjenige, der mit uns zusammen die Gruppe Nachfolgegeneration weiter ausbauen wird. Das hatte ich vergessen. So viel noch dazu, Herr Overlack. Okay. Vielen Dank, Herr Stumpf. Jetzt habe ich ein paar Folien vorbereitet, die dienen wahrscheinlich mehr mir zur Orientierung im Gespräch als Ihnen zur Einsicht. Aber ich werde es trotzdem probieren. Also, der Herr Stumpf hat mich gebeten, mal so aus meiner Perspektive zum Thema Nachfolge in Familienunternehmen zu berichten. Ich selbst, komme ich auch gleich darauf zurück, habe vor 25 Jahren die Entscheidung getroffen, in das Familienunternehmen meiner Eltern einzutreten und habe das Unternehmen bis 2011 geführt. Das ist so ganz kurz der Hintergrund. Beide Familienteile kommen aus teils jahrhundertealten Familienunternehmen. Ich habe also das Thema Nachfolge Familienunternehmen sehr früh in meinem Leben quasi mit aufsaugen und erleben können. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt die, möchte ich darauf hinweisen, wenn Sie jetzt dieses Gesicht sich anschauen, dass es eben immer auch eine Frage ist, aus welcher Perspektive wir die Dinge sehen. Und ich biete Ihnen jetzt hier meine Perspektive an, wie ich Familien- oder Nachfolge in Familienunternehmen sehe, aufgrund meiner Erfahrung. Das ist natürlich eine sehr enge Perspektive. Es mag andere geben. Darüber kann man dann auch wunderbar diskutieren. Also ich habe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es ist sehr subjektiv. Es geht los, quasi so meine unternehmerische Geschichte 1993. Ich habe 1993 habe meinen Diplomkauf gemacht, war danach in Asien unterwegs mit dem Rucksack und da hat sich sehr schnell herausgestellt, dass ich in meinem Leben unbedingt international und in Asien was tun wollte. War dann zunächst nochmal in Deutschland in einer kleinen Boutique-Beratung und als da sich die Partner zerstritten haben, 1995 kam mein Vater auf mich zu und sagte, du magst du nicht in die Nachfolge. Wir müssen sehen, 90er Jahre, da war Internationalisierung das, was heute Digitalisierung ist, ein ganz, ganz großes Thema. Und ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, ja, das mache ich. Möchte aber noch mal ein Jahr in die USA, weil es mir wichtig war, das Geschäft wirklich noch mal von der Pike auf kennenzulernen. Gerade mal Produktionsprozesse, die ich bis dato dann nicht kannte. Und bin dann 1997 zurückgekommen und war gleich, und das war dann auch so der Wunsch, verantwortlich für die Internationalisierung des Unternehmens. Ganz kurz zum Unternehmen. Wir hatten ein Unternehmen in der Holzwerkstoffmöbelzulieferindustrie. Wir haben Furniere damals überwiegend gehandelt, später produziert und von IKEA bis zum Schreiner um die Ecke eigentlich Unternehmen weltweit beliefert. 1997 hatten wir noch so circa 50, 55 Mitarbeiter. Das sollte sich dann in den nächsten 10 Jahren deutlich erhöhen. 97 eben Internationalisierung, Aufbau internationaler Märkte. Letztendlich war so diese Zeit 1997 bis 2003
letztendlich mein Beitrag zum Unternehmen, indem ich eben internationale Märkte zum Unternehmen gebracht habe, war aber eben auch parallel dazu ein Joint Venture in der Ukraine, ein Werk in Tschechien mit integriert habe, einen Kooperationspartner in Polen stark ausgebaut, also quasi zu dem Standort Deutschland und dem deutschen Geschäft ein zweites Bein, nämlich das internationale Geschäft, aufgebaut haben. Das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich, abgesehen jetzt von meinem familiären Status, dann auch mir Akzeptanz im Unternehmen aufbauen konnte. Hatte auch noch mit einen Vorteil, dass ich von Anfang an eigentlich für keinen der Mitarbeiter oder keinen der Führungskräfte in irgendeiner Form eine Konkurrenz war, sondern ich war ganz klar eine Ergänzung. Da komme ich später auch nochmal drauf zurück, was ich für sehr, sehr wichtig halte, damit es dann eben auch im Team keinen Unmut oder auch keine Ängste und keine Gefahrgefühle gibt. Dann geht es Ende 2003, also sprich Anfang 2004, habe ich die Verantwortung des Unternehmens übernommen. Als ich mit meinen Eltern 1995 so in den Gesprächen war zum Thema Nachfolge, war vollkommen klar, dass ich eine klare Frist haben möchte, bis wann die Übernahme erfolgen soll. Das war geregelt bis spätestens 2005. Hintergrund war, dass ich im Umfeld eine ganze Reihe von Unternehmen kannte, wo bildlich gesprochen der Sohn dann mit 55, dem Papa mit 75 und 80 noch die Post gebracht hat. Das war nicht meine Vorstellung von Unternehmertum und Nachfolge. Von der Seite hatten wir das ganz klar geregelt, waren da sehr, sehr gut rechtlich beraten. Das ist wirklich eine Sache, die, wo ich auch im Rückblick sage, da haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht. Was wir vollkommen übersehen haben, waren in der ganzen Betrachtung, war, dass mein Vater und ich komplett unterschiedliche Persönlichkeiten sind, eher mehr so der Patriarch in der klassischen inversen T-Struktur, also ihn gibt es oben, dann gibt es lange, lange nichts und dann unten sind alle gleich und ich dann eben doch mehr in einem kooperativen und auf Verantwortung aufbauenden Stil. Darauf war das Unternehmen nicht vorbereitet, wir letztendlich auch nicht. Das hat uns 2004, 2005 erstmal ganz ordentlich beschäftigt. Nichtsdestotrotz haben wir auch in diesen Jahren sind jetzt überwiegend zweistellig gewachsen. Es gab ein bisschen eben ja, Stress mit älteren Mitarbeitern, die sich ja, zum Teil einfach auch gewünscht haben, dass es doch so bleibt, wie das bei meinem Vater war. Die jungen Mitarbeiter waren Feuer und Flamme, weil endlich sie in die Verantwortung konnten und auch zeigen konnten, was sie konnten, ohne da jetzt eben so ein bisschen Mikromanagement zu sein. Letztendlich hat es dazu geführt, dass wir weiterhin Wachstum und erfolgreich waren. Dann 2007 hatten wir dann das Best Year Ever. In der Unternehmensgeschichte haben wir das auch toll gefeiert. 2008 kam dann die Finanzkrise, Lehman Brothers. Und dann ist, was ich nur ganz kurz anschneiden möchte, so mein Corona, das ich nur 11 Jahre früher erlebt habe, nämlich im Januar 2009, als unsere Märkte um 50% eingebrochen sind. Sie sehen das hier an diesem Chart. Was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich 2-3 Jahre restrukturiert habe und im Endeffekt dann leider doch für das Unternehmen Insolvenz anmelden mussten, was jetzt nachvollziehbar ein sehr emotionaler Eingriff war. Die Frau Wischusen hat es ja schon erwähnt, letztendlich sind wir als Unternehmer in Familienunternehmen sehr emotional mit den Unternehmen verbunden und so etwas aufgeben zu müssen, gerade noch in der zweiten Generation, das ist dann schon sehr, 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 sehr schmerzhaft. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Letztendlich, wenn ich zurückschaue, passt eigentlich dieses Zitat von Rainer Maria Rilke sehr gut. Die Zukunft zeigt sich lange, bevor sie eintritt. Und das gilt sowohl für Erfolge wie letztendlich auch für Misserfolge und damit auch für den Nachfolgeprozess. Was lief damals gut? Was ganz klar eine gute Sache war, war die klare Absprache mit meinen Eltern. Das sehe ich auch heute bei Unternehmen mit erfolgreichen
Nachfolgeprozessen, dass es ganz klare Regelungen gibt über Verantwortungsübernahme, wie werden Geschwister entweder mit integriert oder behandelt, so was man heute so unter Family Government, Governance laufen lässt. Was in unserem Fall wichtig war, war meine Verantwortung für einen komplett neuen Bereich, also eine Ergänzung des Unternehmens durch mein Dabeisein stärker zu machen, aber auch, dass wir als Familie eine klare gemeinsame Vision und Strategie hatten, in der sich dann eben das Thema Internationalisierung auch wiedergefunden hat. Dann ist die Frage, was lief nicht so gut? Und da muss ich sagen, ich hatte es ja schon erwähnt, diesen Kulturunterschied in der Zeit 1997 bis 2003, 2004 war ich gut 2 Wochen im Monat international unterwegs. Und wir hatten diesen Unterschied im Führungsstil gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und damit war weder ich noch das Unternehmen darauf vorbereitet, auf diese Veränderung, die sich dann einfach in der Übernahme 2004 ergeben hat. Dieser Clash of Cultures, wenn ich es so mal nennen mag, hat dann leider auch zu einem Zerwürfnis erstmal einem temporären geführt, was die Emotionalität natürlich weiter belastet. Was auch nicht gut gelaufen ist, ich hatte kein Gremium, mit dem ich so wichtige Entscheidungen und Entwicklungen mal diskutieren konnte. Ein Gremium, das möglicherweise auch diesen Kulturclash hätte erkennen können. Und damit war es auch etwas einsam an der Spitze. Ich hatte keinen Sparringspartner. Habe letztendlich die Neigung dazu gehabt, Entscheidungen dann doch irgendwo alleine zu treffen. Und das ist keine gute Ausgangsbasis. Wieso kam es dazu? Und das ist jetzt vielleicht auch so eine Erkenntnis der letzten Jahre, warum wir einfach Fehler machen, warum ich Fehler gemacht habe, warum ich beobachte, dass Führungskräfte, Unternehmer, Nachfolger Fehler machen. Und da ist zum einen, was ich Selbstlüge nenne. Also wenn wir so offensichtliche Themen, die eigentlich auf dem Tisch liegen, die man erkennen könnte, nicht wahrhaben wollen und so tun, als gäbe es sie nicht. Das kann sein, dass man negative Zahlen hier nicht sieht, dass man den Unterschied in der Führungskultur nicht sieht, dass man nicht sehen möchte, dass langjährige Mitarbeiter vielleicht in einem zukünftigen Bild nicht den Platz haben, den sie glauben haben zu wollen. Der zweite Punkt ist Selbstüberschätzung. Ich meine, wir waren erfolgreich, wir waren so 2002 bis 2007 teilweise mit zweistelligem Jahreswachstum und Erfolg macht dann auch durchaus mal blind. Und so dieses Gefühl dann mit unbegrenzt Ressourcen, Zeit, Energie zu haben und sich da nicht den Blick auf die Realitäten zu sehen. Der dritte Punkt ist Zweifel, nicht getroffene Entscheidungen. Also auf Gas und Bremse gleichzeitig zu stehen, sich dabei im Kreis zu drehen und dass es einem schwindelig wird. Das war bei mir zum Beispiel der Fall, als ich 2005 erkannt habe, dass wir den Standort in Deutschland eben down, also reduzieren müssten, deutlich schrumpfen müssten, aber hier dann Überlegungen, die familiäre Einbindung in den Ort, die langjährigen Mitarbeiterbeziehungen, innerfamiliäre Themen noch dazu geführt haben, dass ich das eben nicht getan habe. Und dann gibt es natürlich das, was vorhin auch schon genannt worden ist. Es gibt dann natürlich doch die schwarzen Schwäne, die Ereignisse, wie damals eben den Marktrückgang bei mir oder Corona heute, die scheinbar aus dem Nichts heraus dann unsere Welt in Frage stellen und uns in Krisen bringen. Jetzt ist so im Rückblick, worauf kommt es an, dass eine Nachfolge wirklich erfolgreich wird? Da habe ich 5 Punkte. Das erste ist die Frage als Nachfolger, die Frage nach dem Sinn. Also was ist Ihr Warum? Warum wollen Sie die Nachfolge antreten? Was motiviert Sie in der Tiefe Ihres Herzens? Der zweite Punkt ist Klarheit.
Klarheit im Rahmen der Familie über den Zeitrahmen der Übergabe, Rahmenbedingungen, Rolle der Familie, wie werden die Anteile übergeben, kauft man sie teilweise, werden sie vererbt, wie werden Ausgleichsregelungen in der Familie gestaltet. Der dritte Punkt ist Transparenz. Das war bei uns auch ganz wichtig, dass wir immer alle Themen offen diskutiert haben, auch mit meinem Bruder, und es damit keine Hidden Agendas gab und auch keine Ängste, irgendwo übervorteilt zu werden. Der vierte Punkt ist Respekt. Respekt vor dem, was geschaffen wurde durch die Vorgeneration, und damit Zusammenhang aber auch der Mut, das Unternehmen in die nächsten Generationen weiterzutragen und eben den eigenen Beitrag leisten zu können und zu wollen. Und worauf sollten Sie während der Nachfolge achten? Das war eine Frage, die Herr Stumpf mir noch mitgegeben hat. Nehmen Sie sich immer wieder Zeit, das Unternehmen und die Nachfolge von außen zu betrachten. Das gilt eigentlich nicht nur für Nachfolger, das gilt für jeden Unternehmer. Es gibt diesen Satz hier, nicht im, sondern auch mal am Unternehmen zu arbeiten. Und da ist im Rückblick unglaublich viel Wahres dran. Der zweite Punkt für mich ist, suchen Sie sich einen Sparringspartner. Das kann Ihre Ehefrau sein, wenn sie dafür qualifiziert bzw. Lust hat. Das können Familienmitglieder sein, das können Freunde sein. Und wenn es das nicht ist, dann eben auch mal ein Coach oder bei größeren Unternehmen formalisiert im Rahmen eines Beirats, aber dass Sie immer Ansprechpartner haben, mit denen Sie Entwicklungen und Entscheidungen offen und vertraulich diskutieren können und ohne, dass Sie in irgendeiner Form Rücksicht auf Vertraulichkeit nehmen müssen. Der dritte Punkt ist, dass Sie das Unternehmen so gestalten, dass es zu Ihnen passt und nicht umgekehrt. Ich habe in den letzten Jahren mehrere Nachfolger begleitet, die teilweise signifikant, also wirklich krank geworden sind an der Aufgabe, das Unternehmen so umzugestalten, dass es eben nicht mehr zum Vater passt, sondern zu Ihnen. Das sind dann auch wieder so Führungsthemen sehr oft, Persönlichkeitsthemen. Aber am Ende sind Sie als Nachfolger, wenn Sie denn übernommen haben, das energetische Zentrum des Unternehmens, und damit müssen Sie funktionieren. Damit sind Sie derjenige, der dem Unternehmen Energie und Orientierung gibt. Und das können Sie am besten, wenn es dann eben auch zu Ihnen passt. Und in dem Sinne möchte ich jetzt schon schließen. Passend zur Situation, ein Zitat von Winston Churchill, dass eben Success is not final, but failure is not fatal. Und in dem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nochmal entschuldigen Sie, dass das mit der Präsentation so nicht funktioniert hat. Aber ich hoffe, dass ich meine Inhalte trotzdem rüberbekommen habe. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank. Das war natürlich interessant, weil das aus eigenem Erlebnis, aus eigener Erfahrung gut dargestellt wurde, allerdings auch allgemein auf den Punkt gebracht. Vieles davon ist nicht nur für Nachfolger interessant, sondern natürlich auch für junge Unternehmer überhaupt. Aber vielleicht an Sie, Frau Wichhusen, was können Sie da aus Ihrer Erfahrung, aus Ihren Erlebnissen noch ergänzen oder verstärken? Ja, vielen Dank, Herr Stumpf, Herr Overlack. Ich fand das spannend, was Sie gesagt haben. Ich unterschreibe Ihnen das alles. Ich komme selber aus einem Familienunternehmen. Mein Vater ist der klassische Patriarch, wie er im Bilderbuch steht, heute 77 Jahre jung. Hätten wir die Firma nicht verkauft, wäre er immer noch jeden Morgen der Erste und abends der Letzte. Und selbst mit Verkauf der Firma ist er immer noch jeden Tag da. So, das ist eine ganz spannende Konstellation gewesen. Auch wir haben vieles aus diesem Prozess gelernt. Ich würde an der Stelle gerne ein paar Sachen, wenn ich darf, noch ergänzen wollen, wenn Sie das erlauben. Ja, was wichtig ist, was Sie auch schon angesprochen haben, ist diese offene Kommunikation. In dem Moment, wo Kinder mit Eltern, es muss ja nicht immer der Vater sein, es gibt ja auch Konstellationen, wo die Mutter die Unternehmerin ist, nichtsdestotrotz fehlt die Augenhöhe. Man ist immer Kind. Gerade im Streit kommt im Zweifel das Playmobil-Schiff raus, wo es denn heißt, ja, damals, als du 3 warst, hast du auch schon dein Playmobil-Schiff nicht mit deiner Schwester geteilt. Das zeigt ja jetzt wieder deinen Charakter.
Das heißt, man verlässt jegliche normale Kommunikationsebene, die man auf Augenhöhe theoretisch führen sollte, was dazu führt, dass man immer zwischen Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich diese Rollen hin und her spielt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu versuchen, in einer erfolgreichen Nachfolge diese Ebenen zu verlassen und auf diese Ichs auf Augenhöhe zu bringen. Das bedeutet auch, dass man tatsächlich alle Themen ansprechen darf. Also was so ein absolutes Tabuthema ist, ist der Verkauf eines Unternehmens. Also im Familienunternehmen den Verkauf als mögliche Option überhaupt auch nur anzudenken, was meistens von den Nachfolgern auf den Tisch kommt, ist für viele der alten Generation undenkbar, weil es dann heißt, du bist nicht dankbar und dir ist mein Lebenswerk nichts wert. Ich glaube, das ist aber wichtig, um überhaupt auch strategische Prozesse abwägen zu können, sämtliche Optionen inklusive Verkaufsoptionen einmal mit durchzudiskutieren. Und da kann ich auch nur zu raten, Herr Overlack, Sie hatten es kurz angesprochen, das Thema, Sie hatten einen Coach genannt, es kann ein Mediator sein. Bitte auch an dieser Stelle auf gar keinen Fall den Steuerberater oder den Wirtschaftsprüfer, das ist gefühlt der Abschuss. Ja? Also es machen viele, das ist ein Riesenfehler, bloß nicht. Und was ich poste das gleich mal eben in den Chat. Ich habe den selber mit überarbeitet. Wir haben damals den Corporate Governance Codex, weil es ist auch Ansprachen für Familienunternehmen geschrieben. Und wer da, das können sich auch gerne die Startups hier, die dabei sind, angucken. In dem Moment, wenn es darum geht, nämlich, ich habe selber mal den Fehler gemacht, wenn man mit Freunden gründet und nicht eine klare Struktur schafft, dann werden aus Freunde ganz schnell keine Freunde mehr. Und dieses Thema Governance-Kodex, wir haben es genannt für Familienunternehmen in dem Falle, beinhaltet die Shareholder-Strukturen, worauf sollte man achten. Es ist ein ganz, ganz grober Leitfaden, also nicht 1:1 Copy-Paste machen, aber ich kann nur Ihnen und euch raten, schaut euch das mal an. Da sind einige ganz gute Hinweise nochmal drin, was das Thema Führen, Übergabe mit Familie, aber eben übrigens auch Thema Ehepartner spielt eine ganz große Rolle, weil das nicht ganz einfach ist, auch Ehepartner mit einzubinden. Also ich poste das in den Chat. Wer mag, kann sich das gerne mal anschauen. Also ich sehe es jetzt, hier, da sehen wir es. Prima. Vielen Dank. Die Präsentation, die wir jetzt heute nicht gesehen haben, die verschicken wir oder stellen Sie sogar offline beim Nachbericht. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Zeit. Ich fand das gerade sehr spannend, weil wir auch gerade einige Nachfolger in unserem Kreis haben. Ich halte es aber auch für interessant, als Nicht-Nachfolger, als junger Unternehmer, diese Situation zu verstehen und zu schauen, wo gibt es da Ähnlichkeiten, wo tastet man sich da an Dinge ran, wo muss man Dinge beachten. Zwei, drei Dinge so ein bisschen noch zum Abschluss. Wer aus der Region Vorder-Südpfalz kommt, sind ja 2, 3, 4 drunter. Da haben wir am 20. August das zweite Live-Treffen jetzt nach Corona, ein Sommertreffen mit kleinem inhaltlichen Teil, aber schwerpunktmäßig persönlicher Austausch, was ja für uns wichtig ist, was so eine Runde nicht ersetzen kann. Zweitens, ich will Sie nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, gerade jetzt die neu bei uns sind, rufen Sie mich an, damit ich besser verstehe, was Sie tun, damit wir im Netzwerk ein bisschen schneller agieren können, wo Sie vielleicht Kontakt herstellen können. Zweitens, wenn Sie gute Ideen haben an Themen für die nächste Runde oder für eine Veranstaltung oder auch für einen Austausch, den wir online machen können, schreiben Sie mir und wir schauen, wie wir das umsetzen. Für heute möchte ich nochmal herzlichen Dank sagen, insbesondere an unsere drei Impulsgeber, Herr Professor Tacitis, Bert Overlack, Lenke Wichhusen, insbesondere der Lenke, einen herzlichen Dank, dass Sie trotz unterschiedlicher Aufgabenbelastung und sehr junger Tochter heute dabei war. Das ist eine tolle Sache. Ich glaube, das hat einen besonderen Applaus von uns allen verdient.
Und wir wünschen ihr natürlich viel Erfolg jetzt nach der Corona-Zeit mit unserem Projekt Junger Mittelstand gut voranzukommen. Und ich hoffe, dass wir Sie nicht zum letzten Mal in diesem Kreis gesehen haben. Vielen Dank, lieber Josef. Ich habe mich riesig gefreut. Eine Anmerkung von mir. Also wirklich danke nochmal auch fürs Verständnis. Heute war sie nicht so gut drauf. Jetzt schläft sie. Sie ist 9 Wochen alt, deswegen da kann man noch nicht sagen, jetzt Ruhe, sondern das üben wir dann später mal. Ich habe die große Bitte, wenn ihr Wünsche habt, was ihr gerne beim jungen Mittelstand an Themen vertreten haben möchtet. Ich werde auch, bin gerade dabei, nochmal eine Umfrage auszuarbeiten, dass ich mal ein bisschen Gespür dafür kriege, was liegt auch euch am Herzen, was sind die Themen, wo wir euch besser unterstützen können. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder ruft mich eben an, dann freue ich mich über jeden Input. Und deswegen vielen Dank an dich, lieber Josef, dass ich dabei sein durfte. Ja, und Kontakt über mich, E-Mail-Adresse, wir haben auch auf unserer Website eine eigene Seite, nur junger Mittelstand, wo auch ein bisschen Rückblick. Das werden wir auch alles noch ein bisschen ausbauen. Wir sind alle erreichbar. Jedem von euch jetzt alles Gute, Gesundheit vor allem, aber insbesondere auch Mut, jetzt weiterzumachen. Auch die Fähigkeit, gerade in diesem Kreis offen zu sein, Austausch, Zusammenarbeit zu nutzen und dann die Kraft, die man als Unternehmer braucht, Situationen zu bewältigen. Und ich hoffe, dass wir uns bald persönlich sehen und auch wieder mal ein bisschen gemeinsam feiern, auch Freude haben, denn das gehört dazu, eine Krise zu bewältigen. Alles Gute euch und vielen Dank.